So, weiter geht's. Erster FC Köln gegen den SV Werder Bremen. Erster Freistoß gepfiffen von Dominik Kapecny. Preußen Espelkamp, immer noch 21 Jahre jung, hat sich im Laufe dieses Samstags nicht verändert. So, Abschluss hier vom Keeper des 1. FC Köln. Tor ist damit leer. Klasse, nochmal rübergelegt. Das war ganz überlegt gemacht. Sensationell über sich behalten. Da freuen wir uns jetzt schon auf die Wiederholung. Also, da unter Druck, nicht irgendwie überhastet abgeschlossen. In der Mitte den besser postierten Mitspieler gesehen und rübergelegt. Und damit die ganz frühe Führung für Werder Bremen, die hier vom 9-Punkte-Traumstart träumen. 3:1 gegen Frankfurt. Riesenmöglichkeit hier für die Kölner. 1:0 gegen Hertha. So, jetzt haben wir das Tor nochmal. Also hier, super eingefangen in der ganzen Entstehung. So, Ballverlust, der Konter lief, Ball rübergelegt. So, und jetzt Nick Blind abgeschlossen, den Mitspieler gesehen. Klasse mitgenommen. Auch dann technisch, also würde ich auch überragend gemacht. Ilmin Mikic. Tolles Tor. Die Bremer ja in diesem Spiel mit ihrem anderen Block am Anfang. Mit ihrem vermeintlich schwächeren Block. Ohne Kekitop und ohne Liam Müritz. Kümritz. Scheint sie allerdings nicht daran zu hindern, hier erfolgreich zu sein. Schon wieder ist es da der Kapitän. Ermin Mekic auf der linken Seite versucht sich da durchzusetzen. Wird dann allerdings gefoult an der Bande. Ja, der Trend spricht ja auch für Bremen. Ne? 2 Siege. Die Kölner dagegen 3:2 gegen Dortmund verloren, 2:2 gegen Bayern. Was sicherlich gut war, aber jetzt der Treffer. Und er zählt. Josia Walter erzielt den Ausgleich. Also 2 Spiele, 1 Punkt. Der Titelverteidiger. Und nicht ganz so. Hier haben wir nochmal das Tor. Gut aufgepasst. Und Bremens Keeper Mio Backhaus. Hat das Nachsehen. Schöne Aktion da jetzt. Von den Bremern, von Saita Bey. Schöne Drehung da, sein Abschluss allerdings erstmal abgeblockt und die Köln auf der Gegenseite. Leichte Beute für Backhaus da und wieder Köln. Winkt er ab, der Keeper der Bremer. Mio Backhaus, Nationaltorwart. Video 16 gerade mit in La Manga gewesen. Da haben wir ihn eingeblendet, also auch eher ein vielversprechendes Talent. Im Torwart nach Deutschland hat jetzt aber keine Chance beim Treffer von Luan Simica zum 2:1 für die Kölner. Man muss sie nur pieken, Moritz, dann sind sie da, haben das Spiel gedreht. Nächster Ballgewinn, aber Bremen klärt. Ehrlich zu sein, für mich ein bisschen überraschend. Die Führung der Kölner hier. Hatte hier eher die Bremer im Vorteil gesehen nach den bisherigen beiden Auftritten. Aber so ist eben der Hallenfußball. Da kann man nie sagen, wer der wirkliche Favorit ist. Hier geht alles so schnell. Und das merken auch die Bremer gerade. Und Köln kommt schon wieder. Versucht der Doppelpass und dann ist es top. Ui. Ui, ui, ui. Das haben wir von ihm noch nicht gesehen. Den wird er, glaube ich, so auch ein bisschen in Erinnerung behalten. Wir hoffen es natürlich für ihn nicht, dass er schnell abhaken kann. Das wird er wahrscheinlich nicht gewohnt sein von sich, dass er solche Chancen liegen lässt. Aufs verwaiste Tor da. Aber der Ball in Richtung Anzeigetafel. Ganz, ganz weit drüber. Glück für die Kölner in dieser Situation und die Bremer kommen schon wieder. Kümritz. Ah, der Pass auf Top kommt da nicht an. Und dann gibt es
eigentlich den Einschuss für die Kölner. Die Getränkelieferung läuft auch beim VfB Pfaffenstedt. Erwischt, Jungs. Erwischt. Klasse, rübergelegt und da ist doch top. Hat es wieder gut gemacht. Schießt sich damit auf Platz 1 der Scorerliste. Der 17 Tore Ballermann. Schönes Direktspiel da und dann wunderbar quergelegt und vollendet. Also Hallenfußball at its best, was sie da gespielt haben. Die Jungs, guter Schussversuch von Tobias Pavelczyk im Tor der Rheinländer. Also für die, die später dazugekommen sind. Bremens Nummer 11, da mal drauf achten. Das ist wirklich eine Augenweide, ihm zuzusehen. Sehr, sehr früh hat er sich schon ins Blickfeld hier gespielt. Und nächster Ballverlust beim Kölner Keeper Moritz. Das ist schon sehr, sehr risikoreich, oder? Definitiv schon wieder top jetzt hier mit dem Abschluss. Wieder nicht genau genug. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der junge Angreifer der Bremer hier mit seiner Treffsicherheit, wenn sich noch ein paar solcher Gelegenheiten ihm bieten, dass er die dann auch nutzen wird, da müssen die Kölner definitiv ein bisschen aufpassen. Das kann dann nämlich ganz, ganz schnell nach hinten losgehen, wenn der Keeper hier nochmal den Ball in der Vorwärtsbewegung verliert. Aber wir müssen natürlich auch sagen, es ist immer schon ein kleiner Vorteil, wenn man das so spielt, wenn man einen guten Keeper hat, der mitspielt. Aber es macht sich auch bezahlt, wenn man einen guten Keeper hat, der hinten drinne steht. So wie der Bremer Mio Backhaus gerade. Schnell mit dem Fuß unten, schnell zur Stelle verhindert hier das 3:2 für die Kölner. Klasse Parade vom Nationalkeeper. Das haben wir auch gesehen, warum. Ah, schon wieder stark, wie Top da den Körper reinstellt. Ja. So, jetzt braucht es zwei. Wir halten ihn aber nicht auf. Unfassbar. Aber, nix aber. Köln kann auch diese Chance nicht nutzen. Wieder top, wieder gegen zwei. Das ist unfassbar, der gibt keinen Ball auf. Das ist ganz, ganz großes Kino. Bleibt immer noch am Ball. Jetzt ist er weg. Foulspieler Richtung Bande. Müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Schon die ein oder andere Zeitstrafe gesehen in diesem Turnier hier. Nach zwei Kämpfen an der Bande. Wieder Backhaus. Freistoß, Werder Bremen. Das sind zwei Mannschaften, Moritz, die können uns morgen noch viel Freude machen, oder? Wenn es so läuft wie heute, wenn sie an diese Leistung anknüpfen können, vor allen Dingen die Bremer, dann sind das für mich auch schon zwei Kandidaten, die auf jeden Fall fürs Halbfinale gut sind. Da entscheidet dann morgen allerdings ganz, ganz stark natürlich die Tagesform, ob sie es schaffen, diese starke Form, diese tollen Auftritte auch mit in den morgigen Tag zu nehmen. Jetzt erstmal Chance für die Kölner. Und das muss eigentlich die nächste 2 Minuten Zeitstrafe geben. Ja, er weiß es schon. Geht da schon vom Feld. Die Nummer 10. Ricardo Felipe Schwarz. Ja, auch Nationalspieler. Als letzter Mann da. Zu spät sehen wir es nochmal hier. Mit dem klaren Foulspiel. Fährt ihm da in die Parade. Gar keine andere Wahl für Dominik Kapeczny, als den jungen Nationalspieler hier des Feldes zu verweisen. Auch für gut die gemacht, ne? Kreuz den Laufweg, also wunderbar, auch provoziert ein Stück weit. Stark. Jetzt wollen wir mal sehen, wie die Kölner diese Überzahl hier ausspielen. Das war schon mal ausbaufähig. Aber wenn ich einen Wunsch hätte, dann ist es Überzahlspiel an die Vereine.
wieder auch Distanz draufgeschossen. Also nochmal, ich habe schon ein paar Mal gesagt heute, Ball laufen lassen, Tempo hochhalten, Gegner ans Laufen bringen. Und jetzt der Treffer durch den Standard. Egal, Elias Bakatukanna, der Captain der Kölner heute. Und Köller Alarm. Dröhnt es. Durch die Kreisspirale, das Trümmelche geht. Damit auch die Chance, die realistische Chance auf die ersten drei Punkte für die Kölner in diesem Turnier. Ist ja hier einmal verloren und einmal unentschieden. Wäre. Wir sehen hier nochmal das Tor. Klasse, aber Bremer natürlich auch echt schläfrig. Das war schon sehr viel freie Platte. Aber auf der anderen Seite jetzt genauso. Und Top steht in der Mitte und will den Ball haben. Also was wir hier auf jeden Fall festhalten können, die Bremer schlampig in ihren Offensivaktionen, wenn man hier überlegt, die Chance von Top in der Anfangsphase der Partie. Da ist er dran, da ist er dran und boah, er rettet ihn. Kurz vor der Linie. Also diese Anzahl an Ballverlusten vom Kölner Keeper Pavelcik, die sind schon extrem hoch. Da konnte er jetzt vielleicht nicht zwingend was für, aber hier sehen wir es jetzt nochmal. Den Abprall auch überragend gerettet da von Mohamed El Mouhouti. Stark gemacht. Ball auch klar noch vor der Linie. So, jetzt aber Top, jetzt Top! Jetzt ist er hinter der Linie. Und wieder ist es Kike Maximilian Top. Unfassbar. Nächster Treffer. Ausgleich 3:3. Bremen ist wieder dran. Bremen ist zurück im Spiel. 45 und der Treffer noch. Das war Luan Simnica. Als Feldspieler reingekommen für den Keeper. Und direkt, da sehen wir es jetzt. Torwart-Tor. Nichts zu machen für Mio Backhaus. Oh Moritz, 30 Sekunden noch. Also ich sag mal so, der Top ist immer mal für noch ein Treffer gut. Dafür müssen die Bremer allerdings noch mal in die Offensive kommen. 10 Sekunden noch. Foulspiel. Noch 9 Sekunden. Da haben sich jetzt alle da vorne postiert. Oh, und ja, da musste der Keeper, musste Mio Backhaus den Ball loswerden. 4 Sekunden waren abgelaufen und das müsste es jetzt gewesen sein. 3, 2, 1, 0. Das Spiel ist aus. Nicht mehr zählen, oder? Tolles Spiel. 4:3 gewinnt der 1. FC Köln. Sieger von zwei starken Mannschaften. Wir gehen in eine kurze Pause, sind gleich wieder zurück.